Gut gestärkt geht es in den Nachmittag. Es wird weiter an den Challenges gearbeitet. Die Projekte werden langsam konkreter und detaillierter. Gebt euren Gruppen Inputs und Hilfestellungen, wie sie Prototypen und Mockups für ihre Projekte gestalten können. Plant bei einem längeren Hackathon auch immer wieder Pausen mit Rahmenprogramm zur Auflockerung ein. Nicht alle Projekte werden an einem Tag fertig entwickelt werden, aber da unser Hackathon nur einen Tag lang dauert, ist es am Abend Zeit, die Ergebnisse zu präsentieren. Wir haben uns für sogenannte Elevator Pitches, also kurze Impulsreferate, entschieden, die wortwörtlich nur so lange dauern wie eine Fahrt im Lift. Die Jury bewertet alle Einreichungen anhand vorgegebener Kriterien und vergibt Punkte. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Peer-Votings, dass also auch die einzelnen Teams ihre Lieblingsprojekte bestimmen dürfen und dadurch Mitspracherecht bekommen. Bei einer kleinen Siegerehrung werden die Gewinner und Gewinnerinnen verkündet und erhalten ihre Preise. Außerdem bekommen alle eine Teilnahmebestätigung und eine Kleinigkeit fürs Dabeisein. Noch ein paar Danksagungen, abschließende Worte und schon ist der Hackathon-Tag vorüber. Hören wir uns nun an, was die Teilnehmenden zu diesem Hackathon-Tag sagen. Vom heutigen Tag nehme ich mir einiges mit, dass man, wenn man auch die Sprache nicht kann, sei es jetzt JavaScript oder Python oder ähnliches, dass man es innerhalb von 8 Stunden auch noch anwenden kann. Das nehme ich mir mit. Und dass es auch viel Spaß machen kann, mit den unterschiedlichsten Leuten spannende Aufgaben über E-Accessibility, über Barrieren etc. viel lernen kann. Also das habe ich mir, das nehme ich mit. Heute war ein sehr schöner Tag. Bin voll zufrieden mit dem Outcome. Ich will mein Projekt hundertprozentig noch beenden, als meine Bachelorarbeit auch. All in all ein sehr, sehr guter Tag. From today I will take a lot of consideration for other people and their disabilities. When I probably want to create something, I will probably take that in mind, for sure.